Mahlzeit, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Wallfirmer schaut. Mein besonderes kleines Reaction-Tour-Format. Hier schaue ich einmal Videos und Songs, die ich kenne, schaue aber auch Videos und Songs, die ich nicht kenne. Das heißt also sowohl als auch, was jeweils erkläre ich immer dann kurz vorher in der Ansprache. Heute sind wir mit Hämatom und Neandertal am Start. Neandertal ist eigentlich ein alter Song von der EAV, von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung. Eine österreichische Band, ja, genau, Combo, die sehr viele lustige deutsche Texte gemacht haben. Auch immer mit einer politischen Botschaft oder unterschwelligen Mitteilung. Und Neandertal ist auch wieder sehr humoristisch gemacht, der Song im Original. Und haut aber davon, dass der Mensch sich eigentlich nicht verändert, sondern eigentlich immer primitiv bleibt. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann neigt er dazu, Gewalt auszuüben, ne? Oder Wut und Ähnliches halt zu haben. Und der Text selber, EAV, waren immer sehr lustig und haben immer alles sehr dargestellt. Von Hämatom das Cover schaut ein bisschen anders aus. Hämatom hat auch sonst ein paar gute deutsche Cover. Auch natürlich sehr viele eigene Songs. Ja. Soweit für mein kleines Intro. Ansonsten guckt auch bitte den Original-Song, also das Original-Video, klickt das, gebt dem Künstler die Viewtime und den Klick und einen Daumen hoch und ein Abo, wenn euch das gefällt. Da möchte ich tatsächlich keinem den Klick klauen oder Ähnliches. Ich möchte euch einfach tolle Sachen vorstellen aus den Genres Mittelalter-Rock, Metal. Und natürlich auch immer wieder gerne den Blick über den Tellerrand in russische, asiatische, mongolische Musik und so weiter und so fort. Hin und wieder gibt es natürlich auch ein paar sehr lustige Sachen. Aber ja, das werdet ihr dann sehen in den Playlisten etc. Ich würde sagen, lasst uns einfach mal von Hämatom das Video anschauen. Das Video kenne ich nicht. Den Stil von Hämatom kenne ich, der ist so ein bisschen neue deutsche Härte, so ein bisschen Industrial, so geht in die Richtung von Rammstein, ganz salopp gesagt, steinigt mich nicht. Natürlich sind sie nicht wie Rammstein, aber für Leute, die die Band nicht kennen, geht das grob in die Richtung. Und ja, wie gesagt, Video kenne ich gar nicht, da muss ich mich jetzt gerade selber überraschen lassen. Ich wünsche euch und mir auf jeden Fall viel Spaß jetzt. Da werden direkt wieder Kindererinnerungen an mich wach, also von mir wach, weil ich glaube, ich habe EAV, da war ich noch 10, 9 oder sowas, habe ich das schon gehört, es war total lustig, die Songs. Ich habe damals die politischen Inhalte noch nicht verstanden und das fing auch an, damals, also der Originalsong ein bisschen mehr mit Chor und nicht mit nur einem Sänger, hörte sich ein bisschen voller an im Original. Auch das Schlagzeug hörte sich ein bisschen voller an, aber kann auch sein, dass nämlich meine Erinnerungen trüben. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay. Geht auf jeden Fall wieder ein bisschen härter weiter. Und Neandertal, also Neandertaler und Affen passt ja auch schon ein bisschen. Am Anfang lebte der Mensch am Baum, doch verändert hat er sich seit damals kaum. Er geht zwar aufrecht und er fliegt ins All, doch er ist noch immer im Neandertal. Der Mensch von heute, der mäht und wächst, sein GTI ist frisch gewachst. Doch gibt es irgendwo ein Problem, benimmt er sich wie ehedem. Im prähistorischen Rache. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und bist du nicht willig, dann gibt's Krawall. Schon sind wir wieder im Neandertal. Willkommen im Neandertal. Ja, also der Rhythmus ist auf jeden Fall schon ein bisschen zackiger. Richtig cool. Der Text ist so ziemlich derselbe. Ne? Das ist halt sehr humoristisch. Lohnt es sich auch tatsächlich einfach mal durchzulesen. Es ist halt, wie gesagt, in den lustigen Texten von der RV steckt immer so eine politische oder moralische Botschaft mit drin, ganz häufig. Ich finde das gut, das haben sie ganz häufig so hingekriegt, ob Märchenprinz oder was weiß ich nicht, Fata Morgana und wie auch alle Songs.
Gibt's richtig gute Sachen. Ja, und das Cover hier, bevor ich jetzt immer nur noch von der ERV rede, finde ich auch sehr cool. Man hört auch wieder diesen doch sehr, ja, diesen besonderen Stil von Hämatom, finde ich, heraus. Und die visuelle Umsetzung ist natürlich auch schön mit den Affenkostümen, der Affe mit so einem Weltraumhelm und so weiter. Ich finde es gut getroffen bis jetzt. Also es hat das, was ich an Covern ja immer finde ich ein besonderer Punkt ist das Originallied zu spielen, allerdings auch seinen eigenen Einfluss oder eigene Elemente mit reinzumachen. Ich brauche kein Cover machen, wenn ich den Song einfach nur eins zu eins nachspiele. Also kann man machen, finde ich persönlich aber nicht so schön. Feuerschwanz ist da halt ein gutes Beispiel für. Die haben ein, zwei Cover, da haben die richtig schön ihre mittelalterlichen Elemente und ihre Stilmittel eingefügt. Und dann gibt es ein, zwei Songs, wo ich tatsächlich, wenn der Sänger nicht gewesen wäre, gedacht hätte, das ist der Originalsong. Also das sind die, in Anführungszeichen, schlechteren Cover. Und ich finde solche Art von Cover richtig gut. Richtig gut, das nimmt einen mit, finde ich. Und nach jedem Krieg die Wirtschaft wie Phönix aus der Asche stieg. Humanismus und menschliche Ethik bringen keine Kohle, darum haben wir es auch Oh, nicht nötig. So. schön, jetzt auch wieder andere Sound mit drin, dieses Geschrammel, war eher im Originalsong nicht auch wieder ein Punkt dafür, richtig schön sich überlegt, nicht nur Noten nachspielt, sondern was machen wir aus diesem Song? Wie hätten wir ihn geschrieben? So dieser Gedankengang. Richtig, also ja. Sokrates, Plato, Rege und Kant waren an der Börse nie genannt. Bekreuzung des Homo sapiens geht es um das schwarze Gold Arabiens. Doch der Also die Darstellung mit den Affen in den Kostümen, in den Kleidungen und so, finde ich schon persönlich sehr, sehr gut. Trifft's. Für ein Darfur mischt sich keiner ein. Ich surf, der dürft kein Erdöl sein. Willkommen im Neandertal. Willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal. Der Yeti haut in Rübenzahl. Genau, den Part gab es auch, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da war dann auch so ein kleiner Zwischenspiel, wo dann halt, ja, hören wir mal auf dem Sound, irgendwie so eine Art Gute-Nacht-Lied, wie auch immer war. Und ja, die harte Realität schlägt wieder zu. So, wo waren wir? Da war das Kind, setzen wir kurz vorher wieder ein. So. Und im Original war dieses Kind auch so richtig mit österreichischem Dialekt, also nicht richtig Hochdeutsch, sondern mit richtigem österreichischem Dialekt, hatte die ERV auch ganz häufig mit in den Texten, aber immer in dem Rahmen, dass man das als Hochdeutscher trotzdem noch sehr gut verstehen konnte. Also auch wieder gute Mischung gewählt. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier in dem Zwischenpart ist, wie viel Dialekt da eingeflossen ist oder übernommen worden ist. Okay, kein Dialekt übernommen, weil ich glaube, im Original singt er Schau de ferme de Fusse, also ne, so dass man es nicht direkt verstehen kann, aber guck mal, da liegt ein kleines Kind, dem fehlen die Füße, halt eigentlich voll der harte Text und dann halt eben so als Kinderstimme gesungen. Ja, also schon interessante Umsetzung des Textes. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört mal, also natürlich hört Hämatom, ne? Schaut euch die Videos mal so ein, zwei, drei an. Die haben auch andere sehr gute Cover. Aber auch bei ERV. Also die Texte sind schon ganz gut. Man muss aber auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
und darf sich nicht nur von der Fröhlichkeit der Melodie ablenken lassen. Ich bin, das kann sich keiner anschauen. Ich weiß nicht, ob man das so gut gehört hat. Mit Kopfhörern hört man das besser, ne? Also guck mal, schau dir die Füße sowas. Und ja, komm, das kann man sich ja nicht mehr anschauen. Das Essen schmeckt nicht mehr so, ne? Wohlstandsgesellschaft so. Nee, komm, die Bilder will ich nicht beim Essen sehen. Und so, dann sagt das Mädchen noch so, Spenden hat auch keinen Zweck, weil es sowieso verreckt. Also, ne, das ist so halt leider ein bisschen die Einstellung der Wohlstandsgesellschaft, wo man sich tatsächlich so ein bisschen den Spiegel vorhält und leider auch hier oder da tatsächlich sich selber ja, widersieht, widerspiegelt. Also von daher gesehen schon ein ziemlich hammerharter Text, den man im ersten Moment gar nicht so registriert. Also da hört euch den Song einfach gerne nochmal an, auch im Original, oder lest euch den Text durch. Ist schon ein Stück hart. Und wir haben unsere Wände. Europa ist groß und so soll es auch sein. Doch für manche Staaten dann doch zu klein. Ein Ausländerheim in Deutschland brennt. Die Pyromanen im Parlament. Hier ist der Text, glaube ich, geändert worden. Ich bin mir nicht so sicher. Der ist, glaube ich, tatsächlich jetzt hier ein bisschen geändert worden. Was ich persönlich auch sehr cool finde, weil ERV da immer so ein bisschen zeitgemäße Sachen mit reingebracht hat. Wenn Hämatom das jetzt, ich müsste da tatsächlich den Text vergleichen. Das ist zu lange her, dass ich das Original gehört habe. Wenn Hämatom das gemacht hat, dann nochmal doppelt Respekt an Hämatom, wobei ich auch deren Outfits sehr, sehr cool finde. Aber dann auch nochmal doppelt Respekt daran, das auch nochmal in einem Cover den Text ganz leicht anzupassen, finde ich auch großartig. Also. Internet und Gigabyte, wir sind wieder in der guten alten Zeit. Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen. Sehr coole Inszenierung. Ja, soweit Hämatom mit Neandertal, ein ERV-Cover. Finde ich tatsächlich gut. Ich meine, das Cover ist jetzt, also das Video ist von 2012. Ich glaube, das Original ist aus den 80er Jahren oder Anfang 90er Jahren. Ich habe es auf jeden Fall als Kind gehört. Das heißt, es müsste tatsächlich so Ende 80er, Anfang 90er. Och, keine Ahnung, so alt bin ich schon. gehört haben. Ich hatte damals sogar richtig noch die originalen CDs, als die CDs gerade rauskamen. Es war richtig toll. Meine eigenen CDs, yeah. War ich richtig stolz. Nee, also wie gesagt, finde ich ein sehr, sehr gelungenes Cover hier von Hämatom Neandertal. Richtig gut. Und auch nochmal, das Original hat einen richtig, richtig guten Text. Wer da auch wieder im deutschen Raum sich sehr für Lyrik und Texte interessiert. Ich glaube, da werdet ihr, wenn ihr ERV vorher nicht kanntet, eine wahre Wonne haben, was da so zwischen den Zeilen versteckt ist. Und teilweise auch traurig sein, wie sehr recht sie damit haben. Ja, nichtsdestotrotz, das war's wieder für heute. Wieder mal ein Reaction-Tour mit einer deutschen Band, mit einem Cover einer anderen fast deutschen, also österreichischen Band, auf jeden Fall aus dem deutschsprachigen Raum. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich versuche immer so ein bisschen abzuwechseln zwischen ausländischen Einflüssen, mongolisch, russisch, japanisch etc. und auch immer wieder meinen normalen, sehr gern gemochtenen Metal
und ja, Mittelalter-Kram, auch ein bisschen Hardcore, oder so wie hier, Neue Deutsche Härte, Industrial ist auch immer wieder dabei. Ich versuche da so ein bisschen so eine Abwechslung für euch aufrecht zu erhalten. Ich hoffe, euch gefällt das soweit. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß, hoffentlich mit meinen anderen Videos, aber auf jeden Fall mit Hämatom, weil euch ja natürlich das Originalvideo jetzt angucken wollt. Und ich bin soweit raus. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao.